Du willst deinen Betrieb als Marke implementieren? So geht's. Ja, willkommen auf dem YouTube-Channel der A&M. Mein Name ist Saad Chamo. Ich bin hier im Marketing tätig und heute möchten wir so ein bisschen uns unterhalten über Markenbildung. Warum das immer wichtiger ist, womit du anfangen solltest. Und ja, legen wir einfach mal los. Ja, was ist überhaupt die Definition von Markenbildung? Natürlich, es geht darum, dass dein Betrieb, dein Handwerksbetrieb, nicht nur der Handwerksbetrieb ist. Du möchtest, dass hinter deiner Marke, also hinter deinem Logo, vielleicht auch eine Botschaft ist, dass deine Eigenschaften vertreten werden, dass eigentlich, wenn man deinen Namen hört, sofort klar ist, jedem, aha, die machen das und dafür sind das die Profis. Wo beginnt die Markenbildung? Klar ist das so, dass viele Unternehmen erstmal ein Unternehmen starten. Das heißt, Ich würde jetzt auch lügen, wenn ich sage, Markenbildung ist das Allerwichtigste, was es gibt. Bleiben wir, also auch die größten Firmen sind hier, das kommt nach und nach. Also wenn ein Unternehmen jetzt die ersten Aufträge natürlich gemacht hat, schon ein bisschen Popularität hat, dann geht es halt natürlich darum, dass man auch mit dem Namen selber was seine Dienstleistung verkaufen möchte. Ja? Und die ersten Tipps sind natürlich, sich überhaupt zu überlegen, intern, wofür stehen wir eigentlich? Ja? Kleines Beispiel, du kannst mal vielleicht deine 5 besten Kunden nehmen oder deine erfolgreichsten 5 Kunden oder mit denen du bis jetzt am erfolgreichsten zusammengearbeitet hast und 5 deiner Mitarbeiter, die deiner Meinung nach am zufriedensten sind und die Unternehmenswerte am besten präsentieren. Und lass dir alle Informationen auf Blatt Papier schreiben, wie sie über dein Unternehmen denken und was ihnen deiner Meinung nach, ihrer Meinung nach auszeichnet, dein Unternehmen. So. Danach hast du natürlich aus 2 Perspektiven das Ganze und daraus würde ich Unternehmenswerte entwickeln. So, jetzt hast du deine Unternehmenswerte, jetzt hast du dein Logo und jetzt wollen wir natürlich vielleicht auch einen Slogan für dein Unternehmen machen. Lass dir das überlegen, welcher Marketing-Slogan dich und deine Werte nach außen kommuniziert, am besten und am passendsten. Ja? Sei es deine Qualität, sei es deine hohe Leistungsbereitschaft, sei es deine Dienstleistung, die jederzeit erreichbar ist. Ja, lass das alles zusammenfließen und pack das in einen kurzen und sich stimmigen Satz. Dann hast du schon deine Marke, die vielleicht mit einem Slogan direkt deine ganze Dienstleistung wiedergibt und auch dein Unternehmen nach außen präsentiert. Der zweite wichtige Punkt für die Markenbildung, warum macht man das heutzutage, ist natürlich auch, es wird immer wichtiger, sich qualifizierte Mitarbeiter zu finden oder seine eigenen Mitarbeiter noch mehr an sich zu binden. Ja? Und gerade wenn man jetzt auf der Suche nach einem neuen Job ist, ich spreche gerne aus Erfahrung von ja, fast 500 Kampagnen, die wir erstellt haben im Bereich der Mitarbeitergewinnung. Und da musst du dir einfach mal vorstellen, es ist so, dass wenn eine Firma, die vielleicht bis jetzt nicht so bekannt ist, dass sie weniger Chancen hat, als wenn der Name Programm ist. Ja? Ganz einfach gesagt, ja, vorher muss ich natürlich sagen, natürlich ist es trotzdem möglich, Mitarbeiter zu finden. Das zeigt die Erfahrung auch. Aber es geht halt natürlich primär darum, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt hört, ja, ich arbeite bei VW oder ich arbeite in Werkstatt Meier. So, das sind so. Das eine verkauft sich schon wieder von selbst, steht für Status und das andere ist eher unbekannt. Da muss man noch 2-3 Mal nachfragen und genau deswegen ist es da. Starte auch mit Kampagnen, die nur deine Marke betreffen wirklich. Also es geht halt auch darum, dass du jetzt nicht unbedingt in jeder Marketingkampagne neue Kunden suchst. Vielleicht willst du auch nur bekannter werden. Jedem in deiner Region soll deine Marke ein Begriff werden. Auch sowas unterstützen wir natürlich bei der A&M, ist Teil unseres Programms. Falls du Infos dazu brauchst, wende dich gerne mal an uns. Ansonsten wünsche ich dir noch viel Spaß, folge uns auf Instagram, Facebook und bis zum nächsten Video.